Da ich ja selber stolzer Besitzer eines adaptiven Fahrwerks bin, aber nicht ganz mit der Höhe meines Fahrzeugs einverstanden war, habe ich mir von KW Gewindefedern besorgt. Die Firma ST hat sich jetzt was Neues überlegt und das gleiche Produkt unternommen. Hi Roland, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hi mein Lieber. Schieß los, was habt ihr euch denn da überlegt? Gewindefahrwerke ist bekannt, dass wir bei Stargruber inzwischen sehr gut vertreten sind. Wir haben jetzt auch für die Kunden, die ein adaptives Fahrwerk haben, große Felgen fahren und dann feststellen, die Höhe ist nicht optimal. Ich möchte vielleicht 2, 3, 4 cm runter, möchte dabei einstellen, möchte aber kein Gewindefahrwerk kaufen, weil sie halt eine Verstellbarkeit haben. Haben wir eine Gewindefahrwerksvariante auf den Markt gebracht. Bei KW kennst du es ja von deinem Wagen. Seit 4 Jahren sind wir da Weltmarktführer und auch der absolute Monsterler im Verkauf. Haben wir jetzt 1:1 übernommen, die Schiene von KW, in den Bereich ST rein, bei Stargruber erhältlich. Und der Vorteil ist halt ganz einfach, ich kann alle originalen elektronischen Federbeine lassen im Auto und habe hinten dann eine normale Hinterachsenverstellung, wie man es aus dem Gewindefahrwerksbereich kennt. Und bei der Vorderachse montiert man eine Hülse über das bestehende originale Federbein. Das heißt, ich kann weiterhin schalten und kann hier dann meine 2, 3, 4, 5 cm einstellen, die ich bei dem Fahrzeug brauche, um meine Optik und meine Fahrdynamik zu erreichen, die ich mir vorstelle. Genau. Das Tolle ist halt, ich kann mein adaptives Fahrwerk behalten, ich kann nach wie vor auf Komfort, auf Sport oder auf Track einstellen, kann aber die Höhe des Fahrzeugs dazu justieren. Das ist ja genau das Wichtige eigentlich, weil genau das fehlt ja bei den meisten Fahrzeugen. Die Kunden, die solche Fahrzeuge fahren, die wollen nicht am Boden geregen, die wollen ihre 2, 3, 4 cm haben für das Daily Business, für das normale Geschäft beim Fahren, wollen auf ihren Komfort, auf ihre Einstellmöglichkeiten nicht verzichten. Genau. Ideale Lösung. Habe ich aber einen Kunden, der so ein Fahrwerk nicht hat, ein adaptives Fahrwerk oder ein elektronisch gesteuertes, serienmäßiges verbautes Fahrwerk, dann gehen diese Gewindefederbeine bei den Autos aber trotzdem auf. Ja? Ach, das ist ja klasse. Also es geht jetzt nicht nur alleine nur um die adaptiven Fahrwerke, sondern du kannst die Hülse im Endeffekt über die herkömmlichen Dämpfer, natürlich fahrzeugabhängig auch. Da, wo wir die Modelle gefertigt haben, A3, A4 etc., Golf, BMW, können wir das auch bei Autos montieren, die kein serienmäßiges adaptives Fahrwerk haben. Da muss man halt dann dementsprechend in den Unterlagen bei Starkis nachschauen. Bei Das heißt, wenn ihr mit eurem Fahrzeug eigentlich euer Dämpfungsverhalten nicht verändern möchtet, ihr wollt nur einfach ein paar Zentimeter runter, wisst aber nicht genau, wie viel Zentimeter, ist das die absolut beste Lösung. Vielen lieben Dank an ST. Roland, ich danke dir.